A nějaký číslo z Vítka Soboty, to znáš na spavě. Jo, to by mohl. Harmoniku tady, tak si nám mohl zahrát malovanou vesmíru. No, to na Was ist das, ne, Gottling? Das hast du runterhängt. Thank you.
diese, dieses Abendessen zuerst dieser die Elisabeth bitten, dass sie mit uns betet. Danach werden wir anstoßen. Und danach also wird es sagen. In welcher Sprache? Das kannst du dir aussuchen. Bitte immer noch alle drei zusammen. So, das wird jetzt eine Mischung. Du bitte. Nyní začneme modlitbou, Eliška to řekne tady česky asi, a potom budeme mít přípitek, jo? Tak prosím, třeba. Děkujeme, Pane Bože, za tento den, že jsi umožnil nás být, abychom se sešli tu všichni národy v malé množství a požehnej nás a dej tyto dary a dej nám sílu, abychom ve tvojí slávě tento den začali, ti ukončili v míru a dostali sílu pro náš další život. Požehnej nás. Lieber Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für die Gesellschaft, die wir hier du uns ermöglicht hast, dass wir von allen Ländern zusammengekommen sind. Und gib uns die Kraft, dass wir in deiner Ehre unser Leben weiterführen. Und segne dieses Essen und segne die Leute, die das vorbereitet haben. Amen. 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 Nám toto setkání. Ládia, weil der Älteste ist da, möchte danken für alle, die da sind, dass ihr das ermöglicht, dass alle so zusammenkommen und im Frieden so ein Abendessen haben. Und, ja. Věříme všichni, že jsme se zde nesešli naposled a že se sejdeme v ještě lepších časech hodně věcí. And wir hoffen, das ist jetzt nicht zum letzten Mal, dass wir da so zusammengekommen sind und dass es noch einmal passieren kann. Ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich vor allem ganz herzlich für all die Geschenke bedanken. Es ist für uns fast so wie ein Hochzeit für. Und ich möchte auf diese Weise also auch alle oder dann als einzelne Familie gerne jeden Einzelnen also einmal zu uns nach Linz einladen. Wir haben dann für ein Wochenende oder sonst da und dadurch hoffe ich es auch, dass wir ja, die Beziehungen also weiter pflegen können. Lass uns doch mal sagen, dass es nicht fantastisch ist. Děkuji za všechny. Tam mají ten pokoj, který můžeme připravit, že to všechny vědí, jo? Nejenom všichni na jedno. Ale on taky říká, že tím, že to je začátek vlastně těch příštích stavů, že to nekončí tímto víkendem, ale že to bude pokračovat, že právě v tom Lici a že se vzájemně budete navštěvovat. Jo, damit es ist der Anfang also für eine bleibende Freundschaft ist, möchte ich, dass jetzt alle aufstehen und dass wir gemeinsam. Tam byla jako studie, bez zejména, to bylo snížení 10% energie, protože
Thank you.
fragte er, wie viel verdienst du eigentlich? Kolik vydělávaš vlastně? Das ist doch Hemse. Und der deutsche Arbeiter hat gesagt, ja, weißt du, wir leben in einer Demokratie, circa 210 D-Mark. Jo, protože v demokracii tak asi 200 německých marek vydělává na to tenkrát, jo. Und man sagt, na, man will, und wie viel davon brauchst du fürs Leben? Ja, kolik potřebuje na jeho bytí? Ja, circa 170 D-Mark. Jo, asi 170, ne, tak všetek mu zůstává, ale jo. Ja, war ganz erstaunlich. Dann fragten der Deutsche, ja, wie viel verdienst du eigentlich? Ja. A ten byl tak překvapený, že ještě mu 30 marek zůstává, já se ten Němec ptal, to těch, na kolik vlastně ty vyděláváš teda? Ja, mein, 210 Kronen, also, ja, asi 250. To asi 250. To znamená 30 korun víc, než dostává, jo. Já jich prostě tam pořád 40 korun tam pořád vidí. To dělá nerozumě, od mě bude ještě 40 korun, kdy týden nebo měsíc. Ja, to asi ten geheimnis. Ba, jo, to je to tajemství. Dann sagte er, zum Beispiel, wenn du 210 verdienst, nur 70 brauchst, was machst du eigentlich? Dann hat er gesagt, ja, ich sehe mal bei dir, Marie, ich gebe dir mal, ich weiß nicht, wie du es potrebuierst, das ist immer gleich.
Zwei Köpfe. Wir haben.
Yeah.